hier bin ich wieder. Mein heutiges Thema: Verspannungen und Kreislauf. Respektive Verspannungen, verklebte Faszien und Kreislauf. Meine meisten Kunden, die ich massiere, haben Verspannungen bzw. verklebte Faszien. Ich habe in einem anderen Video schon einmal erklärt, verklebte Faszien, das ist der Bereich, wo Muskulatur nicht mehr so beansprucht wird. Da verkleben die Faszien, beziehungsweise ein Bereich, der verspannt ist. In diesem verspannten Bereich ist natürlich auch nicht mehr die Belastung der Muskulatur gegeben und von daher verkleben dort auch die Faszien. Was hat das mit dem Kreislauf zu tun? Ganz einfach. Wenn die Muskulatur verspannt, werden wir in unserer Bewegung beeinträchtigt. Nehmen wir mal an, wir haben im Schulterbereich Schmerzen. Jetzt tun die Bewegungen weh, beziehungsweise schmerzen die Bewegungen, und wir schränken diese Bewegungen ein, damit der Schmerz nicht da ist, beziehungsweise nicht so stark ist. Wir haben Probleme im Rücken. Die sind ja auch durch Verspannungen verursacht. Wir bewegen uns weniger, wir bücken uns nicht mehr so sehr. Wir bücken uns immer weniger und wir bücken uns nachher gar nicht mehr. Wir gehen lieber in die Knie, als dass wir aus der Hüfte heraus uns runterbeugen. Wir haben Probleme im Oberschenkel, Verspannung, Knieschmerz. Wir gehen immer weniger. Unser venöses Blut wird durch Muskelbewegungen zum Herzen gepumpt. Sind diese Muskelbewegungen eingeschränkt, wird natürlich weniger venöses Blut zum Herz gepumpt. Das Herz saugt nicht so stark in unsere Venen hinein, dass sie bis zum Beispiel in die Zehenspitzen hin das Blut raussaugen. Das funktioniert nicht. Das machen unsere Muskeln. Je mehr Muskeln an einer Bewegung beteiligt sind, desto mehr venöses Blut wird zum Herzen befördert. Sind wenig beteiligt, stockt das Ganze. Das Extrazelluläre, also sagen wir mal so, ich erkläre mal ganz kurz für Laien, in die Arterien wird Blut vom Herzen gepumpt, das vorher durch die Lunge gegangen ist und mit Sauerstoff angereichert wurde. Dieses wird in den Körper gepumpt, bis in die kleinsten Zellen hinein. Dort in den Zellen wird der Sauerstoff benutzt, die Mineralien, Vitamine werden dort benutzt. Es wird verbrannt, es entstehen Abfallprodukte. Diese werden in die extrazellulären Bereich hineingeführt und über die Venen abtransportiert. Grob erklärt, wenn wir nicht ständig unsere Straßen kehren würden, würde sich dort immer mehr Dreck anhäufen. Würde es mal stark regnen, käme es zu Stauungen und das Wasser würde nicht sauber abfließen können. Genauso ist das mit unseren Blutgefäßen. Wenn dort Stauungen sind, fließt es nicht gut ab. Es staut sich. Und wo staut es sich als erstes? Es fällt uns immer auf, in den Beinen staut es sich als erstes. Wir bekommen nach langem Stehen dicke Füße, dicke Beine, schwerfällig werden wir. Und das ist ein Zeichen, durch dieses ständige Stehen, keine Bewegung, das Herz pumpt, das ist unerschöpflich, pumpt es und pumpt es und pumpt es. Die Minimalbewegungen, die wir dann machen, fördern ein wenig venöses Blut zum Herzen, jedoch nicht alles. Und dadurch, dass nicht alles befördert wird, bleibt es in unseren Zellzwischenräumen, also dem extrazellulären Raum. Jede Muskelbewegung befördert Blut zum Herzen. Ergo, je mehr ich mich bewege, je mehr Muskeln an der Bewegung beteiligt sind, desto mehr venöses Blut fließt zum Herzen. Das heißt, der Kreislauf schließt sich, weil wenn immer nur gepumpt wird und gepumpt wird und gepumpt wird in den Körper hinein, muss ja die gleiche Menge wieder zurückfließen, sonst ist es kein Kreislauf.
dann ist es mehr oder weniger eine Einbahnstraße. Also, je mehr wir verspannen, desto weniger bewegen wir uns, je weniger wir uns bewegen, desto weniger Kreislauf ist da. Darum ist es ganz, 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 ganz wichtig, dass wir uns regelmäßig von Fachleuten, und da lege ich einen ganz großen Wert auf Fachleute, denn davon gibt es nicht so viele, viele schimpfen sich Massagetherapeuten, Masseure, was auch immer, doch ihre fachliche Kompetenz liegt weit hinter dem, was möglich ist. Und das finde ich als Fachmann sehr, 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 sehr traurig. Von daher, es sollte ein wirklich guter Fachmann sein, der sich auch wirklich fachmännisch an Verspannungen heranwagt und diese löst, damit die Blutzirkulation wieder erhöht ist, beziehungsweise dass das Bewegungsspektrum wieder erhöht wird. Denn eine Verspannung ist im Prinzip, wie wenn ich einen Knoten in Gummi mache. Der Gummi kann nicht mehr in seinem ganzen Spektrum auseinandergezogen werden. Wird der Knoten gelöst, lässt sich der Gummi viel weiter auseinanderziehen. So ist das mit unserer Muskulatur genau das Gleiche. Wenn die Muskulatur hier jetzt einen Knoten hätte, würde ich den Arm vielleicht noch bis dort bekommen, aber nicht ganz ausgestreckt. Ist der Knoten gelöst, kann der Muskel wieder in seinem gesamten Spektrum arbeiten. Gesamtes Spektrum heißt mehr Pumpen, mehr venöses Blut. Also, Tipp von mir, einmal von einem Fachmann, Massagetherapeuten, Masseur, wie auch immer sie sich schimpfen, durcharbeiten lassen. Jeder schmerzhafte Stelle heißt, entweder der Masseur, Massagetherapeut arbeitet zu hart, hat kein Feingefühl für die Dinge, arbeitet nur nach Schema F, oder aber er ist wirklich an einer prekären Sache, dann stellt er aber seinen Druck so ein, dass es noch gut geht, dass es zwar wehtut, aber das Gefühl da ist, da löst sich was. Dann ist es ein guter Fachmann. Alle anderen sind weder gut noch böse. Also, sucht euch euren richtigen, guten Therapeuten aus, lasst euch mal durchkneten, wenn ihr merkt, oh, an der Stelle ist was los. Und er bleibt dann auch längere Zeit da und ihr merkt, es wird besser, es wird besser, es wird besser. Und ihr steht dann auf und könnt euch viel, viel lockerer, viel freier bewegen. Und das nicht nur für einen Tag, sondern für mindestens eine Woche, dass ihr das noch richtig wahrnimmt. Dann ist der Therapeut, der Massage- und Masseur oder wie auch immer, ist das ein guter? Ist das wirklich nur für einen Moment, für eine halbe Stunde, Stunde, für einen Tag? Neuen suchen. Die sind nicht gut. Im Moment nur ein bisschen Wohlfühlgefühl zu haben, ist nicht gesund für euren Körper. Ja, die Psyche ist das eine, da fühlt ihr euch ein paar Stunden wohl, aber es sollte auf Dauer sein. Es sollte auf Dauer sein und nicht nur für einen kurzen Moment. In diesem Sinne, ich hoffe, das hat euch mal wieder oder dir hat das mal wieder ein bisschen Aufklärung gebracht und ein bisschen Verständnis, was in deinem Körper los ist, warum Schwindel ist, warum Kopfschmerzen sind, warum Leistungspotenzial so stark abgelassen hat. Einfach mal nachschauen lassen oder vielleicht weißt du es auch selber schon, dass du hier ein Ziehen hast im Rücken oder im Schulterbereich ein Ziehen hast, dass du dich nicht mehr weit nach hinten beugen kannst, weil deine Bauchdecke verklebt ist, weil die innere Muskulatur verklebt ist. Vielleicht weißt du das alles schon. Nur welche Auswirkungen es letzten Endes auf dich, auf deinen Körper haben, das weißt du jetzt. Und das ist nur ein Teil davon, aber ein erheblicher Teil. Und das ist eine ganz wichtige Sache. Wird der Körper nicht richtig versorgt, verkommt er. Zum einen wird die Schlacke nicht rausgeholt, der Müll wird nicht abtransportiert. Und zum zweiten macht das Leben nicht mehr so viel Spaß, wenn man sich nicht mehr so bewegen kann wie mit 15. Also, ich wünsche dir eine gute Gesundheit und bis zum nächsten Mal. Ach so, noch eine kleine Sache. Ich sehe das immer wieder in den ganzen anderen Videos. Ich besuche auch andere Videos. Nicht nur Gesundheit. Und da höre ich immer wieder, wenn es dir gefallen hat, setz unten ein Like rein. Auch ein Daumen runter ist für mich eine gute Kritik, denn dann weiß ich, dass es Menschen gibt, die es noch nicht verstanden haben.
oder es nicht verstehen wollen. In diesem Sinne, auf deine Gesundheit. Ciao.